Das Hohe Venn, ein Naturschutzgebiet in der belgischen Eifel an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Für die belgische Atombehörde ist die Region ein möglicher Standort bei ihrer Suche nach Atommüllendlagern. Markus Pflüger leitet ein regionales Bündnis gegen Atomkraft in Trier. Als er von den Plänen erfahren hat, war es ein Schock. Also ich habe die Zeitung aufgeschlagen und gedacht, das darf nicht wahr sein. Wir haben schon mit Bühr nicht weit in Lothringen ein Endlagerprojekt. Wir haben den Pannenmeiler Cattenom, wir haben Tihange mit Rissen. Und jetzt planen die auch noch ein Endlager, eine weitere Atomanlage. Um Gottes Willen, was soll das? Die luxemburgische Umweltministerin Die Spurg machte als erste bei einer Pressekonferenz auf den belgischen Bericht über Umweltauswirkungen an verschiedenen möglichen Standorten aufmerksam. Sie kritisiert, dass das Nachbarland nicht vorab über die Studie informiert habe. Ich hätte es normal gefunden, dass die belgische Ministerin, bevor diese Pläne lanciert werden, Bescheid gibt, dass Belgien jetzt diesen Schritt macht. Zumindest ist das die Art und Weise, wie wir normalerweise miteinander arbeiten. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung sagt, sie habe erst Wochen nach der Veröffentlichung von dem Bericht erfahren. Kurz bevor die Frist für Stellungnahmen dazu ablief, habe das Umweltministerium einen kritischen Brief an die belgische Behörde geschickt. Der Staatssekretär betont, dass wir erstens mit dem Verfahren nicht einverstanden sind, dass wir zweitens eine Verlängerung der Stellungnahmefrist gefordert haben und dass wir gefordert haben, dass man in Belgien einen von vornherein objektiven Prozess macht und nicht schon sich im Vorfeld auf einige Standorte gewollt oder ungewollt präjudiziert und damit eine ergebnisoffene Prüfung ausschließt. Seine Hoffnung, eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene bei der Suche nach Endlagern für Atommüll, den keiner haben will.